Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Astroneer. Dadurch, wenn wir in der letzten Folge ja das Geheimnis von Silver gelöst haben, habe ich jetzt mein Space Shuttle, oder mein mittleres Shuttle, wie man es so schön nennt, bereits vorbereitet auf den Flug nach Desolo. Wo ist er denn? Da drüben. Geht er gerade am Horizont auf. Zieht gleich an uns vorbei. Ich habe natürlich auch schon ein paar Sachen eingepackt, wie zum Beispiel eine Menge Gemisch und ein bisschen Harz. Falls ich irgendwas bauen muss, beziehungsweise dass ich genug Stöpsel dabei habe. Ich habe auch mehrere Feststoffdüsen mitgenommen. Und auch ein kleines Solarmodul sowie ein kleines Windrad. Und eben diesen Stöpsel, den wir da unten bekommen haben, beim Planetenkern. Und natürlich ein Leuchtfeuer, um die Landestelle zu markieren, mit der ich dann hoffentlich ja, zum anderen Oberflächenartefakt komme. Jetzt werde ich hier noch kurz die Forschung weiterlaufen lassen und ja, machen wir sich am Weg nach Desolo. Muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich die Plattform da reinbekomme. Ich habe mir natürlich auch schon einen zweiten Sauerstoffmacher gebaut und gleich ins Space Shuttle reinknallt, damit ich nicht immer den von meinem Habitat mitnehmen muss. Damit wir da ein bisschen unabhängiger sind. Jetzt geht's auf nach Desolo. Hoffe ich halt. So. Alles dabei? Jawohl. Starten wir. Und schon sind wir im Orbit. So einfach geht das. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Die Solo ist ja recht nah. Mhm. Unidentifizierter Trabant. Was ist das? Okay, ich glaube, wir müssen da jetzt ein bisschen umplanen. Was ist das? Ist das jetzt irgend so ein Alien-Ding, was wir freigeschalten haben? Ja, ich glaube, wir müssen dort jetzt hin. Oh mein Gott. Geiles. Schaut auf jeden Fall aus wie die außerirdische Technologie, die wir da auf den ganzen Artefakten und im Kern gefunden haben. Haha, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt weiß ich auch, wozu ich diese Stöpsel brauche. Ich bin mir sicher, ja, natürlich, man muss dafür jeden Planeten den Stöpsel anbringen. Okay. Ja, da bin ich froh, dass ich einen Stöpsel mitgenommen habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich ihn vielleicht auf die Solo brauche. Aber dann werde ich den gleich hier verwenden. Zum Glück kann man da anscheinend nicht runterfallen. Das wäre ganz schön schlimm. So, jetzt muss ich natürlich schauen, wo gehört der hin. Also, wie schaust denn du aus, Stöpsel? Da hast du so zwei Kreise mit Strichen durch. Das ist natürlich der erste. Wo?
Wie cool ist das denn? Das heißt, wenn ich da jedes Ding aktiviere, kriege ich dann lauter solche Ringe. Und dann kann ich hier in der Mitte sicher irgendwas machen. Na, genial! Ah, und da oben ist dann dieser Teleportstein. Eigenartiger Stein, genau. Mit dem könnte ich mich dann... ich könnte mich nach Silber porten. Das ist aber cool. Da sehe ich alle Planeten. Hier haben wir Silber. Das wird die Solo sein. Der kleine Mond da. Und die anderen Planeten mit den jeweiligen Monden dazu. Viel zu cool. Gibt's gleich einen Tanz? Okay. Das heißt, wir haben unseren Zwischenstopp jetzt hier auf diesem coolen Täter erledigt. Fliegen jetzt wieder weiter zu unserem ursprünglichen Ziel, die Solo. Weil sonst kann ich hier, glaube ich, nichts machen. Nö, hier ist alles irgendwie leer. Es werden wohl einfach nur Plattformen sein zum Landen. Das schaut schon ganz schön cool aus, muss ich gestehen. Gut, nichtsdestotrotz, wir wollen nach die Solo. Wir wollen da ebenfalls das zweite Artefakt aktivieren und versuchen, den Kern zu finden, was ja bei die Solo nicht so schwer sein sollte. So. Ja. Ein weißer Riese, gar kein gelber Zwerg, so wie es bei uns ist. So, jetzt muss ich nur unseren Planeten finden wieder. Ist das Silber? Na, das ist Silber. Und da ist die Solo, genau. Ich will nach der Solo, komm schon. Ich will nicht nach Silber, ich will... Ja, genau, die Solo. Puh, ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Jetzt hat sich unser Antrieb auch verabschiedet. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich punktgenau landen. Okay. Ich sehe da sogar so abgestürzte Dinger hier. Gut, da sehen wir ja schon unser Leuchtfeuer, da waren wir ja bereits und haben auch dieses Artefakt hier aktiviert. Jetzt muss ich nur warten, bis wir da rundherum fliegen. Um das andere Artefakt zu finden, weiter weg geht's gar nicht. Habe ich ja schon beim Wegfliegen von die Solo das letzte Mal oder vor ein paar Episoden geschaut, wo da in der Nähe wirklich ein Landeplatz ist, und ich weiß, dass da nicht wirklich unmittelbar daneben einer ist, sondern ein bisschen weiter entfernt. Aber dafür habe ich ja eine Menge Gemisch mitgenommen, um unzählige Stöpsel zu bauen. Genau, da sehen wir auch schon den Streifen vom Artefakt. Da ist auch schon das Artefakt selbst. So, jetzt ist nur die Frage, wo soll ich da landen? Ich würde fast vermuten, das hier ist... am nähersten. Wobei der schaut auch recht nah aus.
muss ich gestehen. Ich werde aber trotzdem diesen hier noch auswählen, solange ich kann. Oh, wir landen natürlich in einer Senke, na toll. Sensationell. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Das heißt, ich werde da mal alles wegsaugen. Mir hier eine angenehme Schräge bauen. So. Jetzt müsst ihr nur natürlich wissen, in welche Richtung war dieses Artefakt. Ich glaube irgendwie so in diese... Ah, da drüben. Ich sehe schon. Sehr gut. Okay. Das bedeutet, ich benötige auf jeden Fall jetzt eine Menge Stöpsel. Ich werde auch gleich mal das Leuchtfeuer hier irgendwo platzieren. Ja, mir gefällt das gar nicht, dass ich da so in einer Senke bin, aber egal. So, das Triebwerk ist natürlich auch Schrott. Das können wir auch gleich irgendwo herumliegen lassen. Da werden wir gleich ein neues montieren. So, das Leuchtfeuer. Werden wir natürlich hier herstellen. Ändern die Farbe auf Violett für Artefakt. Ja, Strom werde ich jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich keinen brauchen. Weil wenn ich dann dort bin, dann... Ich weiß nicht. Ich lasse mal vielleicht sicherheitshalber... Warum ist denn das jetzt so komisch von der Kamera? So. Ich lasse sicherheitshalber mal das Harz hier. Nimm mir dafür die Windanlage mit. Sowie das Solarpanel. Hallo? Solarpanel? Genau. Damit man hier schön sehen kann, hier gibt es eine Menge Harz. Generell Harz und Gemisch gibt es auf den Oberflächen immer schön. Und jetzt muss ich mir natürlich Verbindungspakete bauen. Brauche ich mir sicherheitshalber zwei. Ich will nicht zu viel bauen. Denn unter Umständen brauche ich wieder kleine Generatoren, um mir Strom produzieren zu können. So, wo war das jetzt? Irgendwo in diese Richtung, oder? Ja, da drüben. Dann machen wir uns da mal auf den Weg. Da will ich jetzt natürlich nicht unbedingt durch. Das heißt, da werden wir rundherum gehen. Was zum Forschen, sehr gut.
hat denn das Ding so viele Krater? Hey, das gibt's ja gar nicht. Jo, keine Stöpsel mehr. Okay. Da werde ich wahrscheinlich wirklich alles brauchen, was ich habe. Gehe ich denn da jetzt am besten? Ich werde mir da jetzt einfach eine Rampe runter machen. Einfach geht's. Gut, und schon sind wir hier. Also ich werde mir da jetzt wieder ein bisschen Material für meinen Kanister organisieren. Wir werden hier eine Rampe raufbauen. Sieht natürlich nicht aus, wie frech. Sehr gut. Das werden wir wieder begradigen. So, die Kante, da gefällt mir auch nicht. Perfekt. So, jetzt brauche ich natürlich wieder Strom für dieses Teil hier. Das heißt, ich werde mal hier einen Stöpsel her. Hier einen Stöpsel her. Jetzt habe ich natürlich zu wenig Gemisch für... Generatoren. Ich depp. Gut. Dann werde ich jetzt mal kurz zurücklaufen. Die restlichen Stöpsel wieder ins Lager von meinem Raumschiff fahren. Um Platz für Gemisch zu machen. Da haben wir eh schon Gemisch. Das ist super. Werde ich mir wieder so, ja keine Ahnung, 4, 5 Generatoren bauen. Werde die dort alle in Serie schalten, also aneinander verbinden und mit organischem Material auffüllen, damit ich dieses Artefakt aktivieren kann. Jetzt muss ich aber da mal wieder rundherum. So, ich habe hier Stöpsel.
Und die Stöpsel. Was brauchen wir den kleinen Generator? Gemisch, oder? Gemisch, natürlich, was sonst? Gut. Nicht rutschen, kleiner Astronaut. Da haben wir auch schon mal gemischt, das ist sehr gut. Sogar noch ein bisschen gemischt gewesen, aber ja. Ich nehme lieber das andere. Das war nicht so dicht an meiner Route, an der ich immer vorbeilaufen muss. Wupp. Hier gibt es auch genug organisches oder genug Pflanzen, um organisches Material zu produzieren. Natürlich auch sehr praktisch. So. Jetzt heißt es natürlich Generatoren bauen. Jetzt fällt er da einfach runter, Sappalot. Wo stelle ich denn dich hin? Stell dich mal da her. Ich habe jetzt insgesamt 4 dieser kleinen Generatoren. Extra gemacht. So. So. 7 Stück. Das sollte auf jeden Fall reichen. Das heißt, wir verbinden die auch schön brav miteinander. Nicht runterfallen. Na komm. Danke. Ich sehe schon, die Episode wird etwas länger als geplant, aber ich möchte es natürlich daran teilhaben lassen, wie ich das jetzt aktiviere. Deswegen werde ich da jetzt noch kurz das ganze Organische hier absaugen. Habe ich denn jetzt? 6. Eins brauche ich noch. Hm.
Jetzt haben wir natürlich. Ah, Schmafu. Ich werde den da jetzt mal kurz hier liegen lassen. Und am Rückweg einfach wieder mitnehmen. So machen, wenn die abschalten, sicherheitshalber. Wenn es nicht reichen sollte, will ich nicht, dass die da Energie verbrauchen. Ich könnte ja natürlich auch noch mein Solarmodul und das Windrad zu knallen, was ich eigentlich geplant habe. Aber vielleicht reicht das so auch. Fangen wir mal an. Einschalten, 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 einschalten. Einschalten, natürlich reicht es nicht. Das heißt, ich muss mein Windrad dazu haben. Reicht noch immer nicht gut. Dann schalten wir wieder alles aus. Ist jetzt natürlich mega ärgerlich, dass das jetzt nicht so direkt hinhaut, wie ich das will. Dann kann ich eine Solaranlage hinstellen, dass die auch wirklich Licht bekommt. Geht denn die Sonne eigentlich auf? Geht wahrscheinlich genau über dieses Dach drüber. Werde ich das so machen? Ich nehme euch Zwerge jetzt mit. Stelle euch hier her. Ah, okay, Sonne ist da. Ich muss die wahrscheinlich ein bisschen weiter vorstellen. Wo geht die Sonne jetzt hin? Geht jetzt darüber? Ich glaube, da die beste ist, das ist schon die beste Stelle, wo ich es jetzt hinstellen kann. Ich glaube, ich werde noch ein, zwei Generatoren extra brauchen. So ärgerlich das jetzt auch ist. Jetzt muss ich natürlich schauen, wo kriege ich auf das schnelle Gemisch her. Ist das da drüben Gemisch? Tatsache, sehr gut. So, zweimal Gemisch. Dann hätte ich jetzt gerne auch noch zweimal Organisches.
Haha, echt. Aber das ist ja gar kein Gemisch, das ist... Zinkblende, okay. Nein, das braucht man nicht. So, wir wollen noch zwei kleine Generatoren. Bitte darum. Werden die jetzt auch gleich verbinden? Die da jetzt alle einschalten. Ich hoffe, das reicht jetzt dann auch. Sehr gut, das heißt, wir haben jetzt hier beide Artefakte aktiviert, die es auf der Oberfläche gibt. Und jetzt müssen wir natürlich nur mal den dunklen Schnittpunkt, sprich den Kern, finden. Das werde ich aber von meiner anderen Landestelle aus machen. Denn immerhin habe ich da ja schon ziemlich tief runtergegraben. Um, ja, Wolframit zu finden. Und ich werde dort jetzt einfach weitermachen. Das heißt, ich werde jetzt mit dem Shuttle starten und auf der anderen Landestelle wieder landen, am selben Planeten, um, ja, dort weiter nach dem Planetenkern zu graben, ne, dass ich noch rauskriege. Jetzt haue ich das da wieder runter. Das werde ich ja wahrscheinlich alles eher offscreen machen. Denn die Folge ist ja mit 33 Minuten jetzt schon wieder viel zu lang, meiner Meinung nach. Dementsprechend werden wir uns dann erst das nächste Mal sehen, wenn ich den Kern gefunden habe. In diesem Sinne sage ich wieder mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.